Halbfinale. Hier stehen Sie, meine drei Kandidatinnen und Kandidaten, die noch übrig sind und sich hier reingekocht haben. Und damit ihr gleich starten könnt, sage ich jetzt mal die Zauberformel: auf die Töpfe, an die Töpfe, fertig, los. Und wir starten, und alle Zuschauer zu Hause, die in den letzten Wochen bei uns mal reingeschaut haben, haben gemerkt, dass wir natürlich unter anderen Umständen kochen und somit der Donnerstag nicht mehr mit einem Hauptgang und einem Dessert behaftet ist, sondern es gibt einen Warenkorb. Einen Warenkorb mit 9 verschiedenen Zutaten. Hier kann man den noch mal ganz gut erkennen. Und 3 Pflichtzutaten. Das heißt, Pflichtzutaten sind in diesem Fall einmal die Dorade, die Kichererbsen und der Mangold. Alles andere drumherum, der grüne Koriander, der Granatapfel, Tomate, Pistazie, Chorizo, diese wunderbare spanische Paprikawurst, all das kann man verwenden, muss man aber nicht. So sieht's aus, aus diesem wunderbaren, sehr mediterran inspirierten Warenkorb dürfen die drei heute ihr Lieblingsgericht zaubern. Ich darf es übrigens auch, ich werde auch gleich eine kleine Dorade zubereiten. Und dann, irgendwann nach 35 Minuten wird er kommen, Ralf Zacher, mein lieber Kollege, der so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Alex, jedenfalls wenn es um den Bart geht. Der sieht ja ähnlich aus wie ich. Ja, Ralf Zacher, ich glaube, wir verstehen uns. Ich denke, es war ein Mann, der das gesagt hat, und da kann ich nur eins antworten, herzliches Beileid. Der ist richtig gut drauf, glaube ich. Der gute Laune-Juror. Der hat immer so wahnsinnig Spaß, wenn er die Gerichte verkostet. Es macht einfach Spaß, weil das ist mit Abstand einfach das beste Kochformat, was es im Moment gibt. Und ich bin da sehr, sehr gerne Teil davon. Und das war ja schon ein wunderbarer Übergang zu dir, lieber Alex. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Cornelia. Ich freue mich, dass du es geschafft hast. Ich bin auch froh, dass ich an deiner Seite kochen darf. Sag mal, und jetzt hast du diesen Warenkorb gesehen. Was ist dir dazu eingefallen? Wie wird es heute bei dir aussehen? Ich mache es genauso einfach wie sonst auch. Ja? Ich will mich möglichst nicht verstricken. Ich mache einfach Dorade, Kichererbsen mit Mangold, so wie das hier klassisch hier angeregt ist. Und ich hoffe, ich komme damit durch. Ja? Vom Lesen her denke ich, dass dieses Gericht es ein bisschen schwer haben wird. Wenn es jetzt wirklich nur ein Stück gebratener Fisch ist und ein Mangold-Kichererbsen-Gemüse, dann wird es wahnsinnig langweilig sein, weil ich brauche natürlich irgendwo gerade, ich brauche irgendwo eine Säurekomponente. Ich brauche natürlich gerade Kichererbsen, die brauchen einfach viel Gewürz. Also da muss wirklich mit Leidenschaft auch dran gegangen werden. Und wir haben sogar ein Foto von dir. So soll sie aussehen, die Dorade von Alex auf dem Kichererbsen-Mangold-Gemüse. Okay. Also, ich drück dir die Daumen. Toi, toi, toi. Danke. Und ich mühe mich. Hoffe, dass es so weiterläuft wie bisher. Tina. Ja, hallo. Auch du ein herzlich willkommen. Vielen Dank. Du hast bis jetzt mega gekocht hier. Mehrmals als Tagessiegerin rausgegangen. Somit stehst auch du hier jetzt im Halbfinale. Ja, toll. Warenkorb, wie fandst du den? Super, ich habe mich total gefreut. Ich liebe Fisch und habe mich dann auch direkt für eine Ceviche entschieden. Und freue mich drauf, die jetzt heute zu kochen. Ceviche, kannst du ja vielleicht noch mal erklären allen Zuschauern, ist ja ein Nationalgericht aus Peru. Genau. Was genau passiert da mit der Dorade? Also die Dorade wird eigentlich in Limettensaft gegart, also das Eiweiß wird denaturiert, da sieht die dann am Ende so ein bisschen weißlich aus. Ähnlich wie wenn man sie eben so ein bisschen gart im Ofen. Das hatte ich ja beim Kalbstatar auch schon gemacht, da hatte Sarah Henke ja auch gemeint, dass das so ein bisschen denaturiert ist. Das ist im Prinzip der gleiche Prozess. Eigentlich gart es ja ohne Hitze, genau, durch die Säure der Limette. Genau. Mal, die ganze Zeit läuft da hinten die Maschine. Was machst, genau, du? Machst du doch ein Dessert? Oder? Nee, da wir ja Kichererbsen haben, von den Kichererbsen aus der Dose kann man nicht nur die Erbsen verwenden, sondern auch den Schaum. Der enthält ja sehr viel Eiweiß und den kann man aufschlagen. Und den verwende ich so als zusätzlichen Texturgeber auf dem Teller noch. Also Aquafaba heißt das, ne? Genau.
Ist auch sehr, sehr gerne benutzt als Eiweißersatz in der veganen Küche. Von daher ganz spannend, dass man eben auch aus diesem Bohnensaft was zaubern kann oder Kichererbsensaft. Und jetzt zeigen wir trotzdem noch mal dein Foto, liebe Tina, weil auch du hast es natürlich zu Hause nicht nur nachgekocht, sondern wie immer professionell fotografiert. Wie du es dann auch in deinen Foodblog stellst und da erkennt man, ist das ein selbstgemachter Teller? Ja, nein, der war nicht selber getöpfert, den habe ich tatsächlich gekauft. Die töpfert auch noch nebenbei ein bisschen, also von daher. Nein, also toi, 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 hört sich super toll an, ich bin sehr gespannt. Dankeschön. Und guck mal rüber zu Luisa. Ja. Luisa, du hast es mir schon verraten, ne? Heute ein bisschen aufgeregt. Ne? Ja, heute bin ich wirklich aufgeregt. Ich habe noch einmal erst in meinem Leben einen Fisch filetiert. Das war beim Probekochen. Und deswegen bin ich gespannt, wie mir das heute gelingt, unter erschwerten Bedingungen. Also ich glaube, eine Dorade zu filieren, ja, es ist jetzt nicht irgendwie Zauberei. Man sollte es aber halt ordentlich machen. Wenn man es noch nie gemacht hat, glaube ich schon, dass es einen vor Probleme stellt. Aber wenn man ins Finale möchte, muss man auch, darf man nicht an der Dorade scheitern. Aber vielleicht als erstes verrätst du mal, was es denn überhaupt aus deinem Warenkorb heute geben wird. Genau, es gibt natürlich die Dorade, die mache ich als Filet, werde die auf der Haut braten. Dazu mache ich eine Soße aus Chorizo und Paprika. Die schwitze ich hier auch gerade schön an. Da kommt dann ein bisschen Weißwein und Fond drauf, lass das ein bisschen einkochen. Dazu gibt es Kichererbsen und Mangold, einfach als Gemüse. Und da hinten läuft schon ein Korianderöl. Hört sich sehr lecker. Dankeschön. Und wir können ja mal schauen, zu Hause hast du die Dorade ja schon mal filetiert und gekocht und fotografiert. Genau. Und ich bin immer wieder begeistert, Luisa. Deine Food-Fotos sehen tatsächlich immer aus, als wären sie so auch im Restaurant zu servieren. Also Dankeschön. Großes Kompliment. Sieht klasse aus. Freut mich sehr. Ja, also auch dir drücke ich die Daumen, dass alles so klappt wie die letzten Tage. Und ich drücke mir auch die Daumen, dass alles so klappt. Ich habe mir überlegt, aus unserem aller Warenkorb auch natürlich eine Dorade. Ich werde die nur ganz leicht anritzen, auf der Haut braten, dass die schön knusprig rüberkommt mit ein bisschen Aromaten, Thymian, Rosmarin, ein bisschen angedrückte Knoblauchzehe. Werde auch eine Chorizo-Soße kochen, Luisa. Ich nehme dafür ein bisschen Schalotten, Knoblauch, schwitze das an mit dieser fantastischen Wurst, auch ein bisschen abgelöscht mit etwas Weißwein und Wermut. Der bringt wieder ein bisschen Süße rein, der Weißwein die Säure. Aufgegossen mit ein bisschen Fischfond, kleines bisschen Sahne dran und dazu ein Kichererbsen-Mangold-Gemüse, so ähnlich wie bei Alex. Nur besser. Ich hoffe, dass du besser kochst als ich. Nein, ich pimp das noch ein bisschen auf, Alex. Ja. Ich mache tatsächlich noch ein bisschen Paprika dazu, schwenk das mit roten Zwiebeln durch. Jawohl. Und werde das ein bisschen würzig machen mit diesem Rasslanout, diesen eigentlich einer marokkanischen Gewürzmischung aus vielen verschiedenen Gewürzen, die dem Ganzen noch mal so einen kleinen Kick gibt. Vielleicht auch fast so eine etwas orientalische Note. Also, ich fange jetzt mal an, hier ein bisschen Schalotten und Knoblauch für meinen Soßenansatz zu schneiden. Und sag mal, Alex, wo wir gerade bei Soße sind, ne? Ja. Hattest du bei dir eigentlich auch irgendwie eine Soße gedacht? Bei mir? Ja. Ich habe an keine Soße gedacht. Also, du bist eher so weniger ist mehr. Ja, und der Rustikale halt. Ich setze auf den Geschmack der Kichererbsen. Ich hoffe, ich kriege die auch zum Kichern heute hier. Aber ansonsten, dann hoffe ich, das funktioniert alles so. Du, das hat ja bis jetzt dich auch bis ins Halbfinale getragen. Von daher solltest du einfach deinem Küchenstil treu bleiben und so pur bleiben. Wird denn dieses Gemüse irgendwie so ein bisschen, ganz klein bisschen Soßencharakter mitbringen? Also, ja, ich hoffe, das funktioniert. Ich werde das alles in der Pfanne anschmoren hier. Ja. Und ich hoffe, das hat dann so eine Konsistenz, dass das ausreicht. Also auch ein bisschen cremig ist, hoffe ich mal. Das ist der Versuch. Wow. Ja, hier hin. Also, ich gehe mal davon aus, Alex, dass du das hinkriegst. Ja, okay. Oder? Das hoffe ich. Ja. Ansonsten. Ich habe auf jeden Fall den Mädels eine Kampfansage gemacht. Ich wollte mich dazwischen drängen. Ja, ich habe da sowas gehört, das musst du mir jetzt noch mal verraten. Irgendwas hat das mit deinem Bart zu tun. Ja, sollten die Mädels hier oder der Juror mich also heute weiterlassen, ja, dann kommt der Bart ab. Tina, was denkst du? Für oder gegen Bart?
Also ich würde ihn schon gerne ohne Bart sehen, aber... Du willst nicht verlieren. Nee, jetzt nicht mehr. Du willst nicht mehr verlieren, ganz klar. Lisa, mit oder ohne? Ich sag mit. Ja? Ich sag mit, ja. Was ist das wieder für ein Ding hier? Gut, also es wird auf jeden Fall spannend. Ja. Und wir warten mal ab, Alex, wie es so läuft, ne? Sehe schon, ich bin im... Oh, hier sind die... Wow. Ja, man glaubt es immer nicht, wie es tatsächlich die anderen Kandidaten, die vielen, die hier schon durch die Küchenschlacht gelaufen sind oder sich gekocht haben, an einem Donnerstag einen Hauptgang und Dessert zaubern, oder? Ja. Also ich finde, das ist ja hier, das ist ja fast Entspannungsprogramm, was wir hier machen. Naja. Ja, du hast dir viel, viel vorgenommen, Tina. Fast Entspannung. Muss ja dazu sagen. Aber du musst ja eigentlich gar nichts mehr kochen, Tina. Naja, doch, meine Kichererbsencreme, aber die habe ich jetzt schon fast fertig. Die muss ich dann noch pürieren, aber... Mensch. Ja. Sag mal, kann einem das bei dem Aquafaba-Schaum eigentlich passieren, dass das überschlägt? Weil das läuft das jetzt die ganze Sendung? Das läuft die ganze Zeit durch. Tatsächlich kann man den gar nicht überschlagen. Also den kann man einfach eine halbe Stunde laufen lassen und der bleibt. Und muss das... Nee. Muss das so lange so sein? Wenn man ihn nicht schlägt, dann fällt er zusammen. Du kannst gerne gucken. Oh, wow, wow. Ich habe das ja tatsächlich noch nie gemacht, ne? Ja? Ja, er schmeckt auch nach nicht viel. Er ist relativ geschmacksneutral, aber dafür kann man dann natürlich mit Gewürzen das sehr schön im Gericht anpassen. Unsere Zuschauer haben zwar danach einen Tinnitus, aber der Schaum steht. Der Schaum steht. Du kannst ja vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir so ein kleines Handtuch drüber legen. Das kann um ich so ein bisschen machen. Den Geräuschpegel rauszuziehen. Also das ist nur im Sinne von uns allen, Lisa, oder? Ja. Oh, ich habe meine Mixer auch gerade ausgestellt. Ich hoffe, das reicht. Ja, es ist ein anstrengendes Geräusch, sagen wir mal so. Aber ansonsten, Tina, läuft alles bei dir, oder? Der ist leider nicht gut geworden. Der ist nicht gut geworden? Nee. Ich glaube, der ist zu lange geschlagen. Was ist daran jetzt nicht gut? Der ist mir irgendwie... Der ist zu flüssig. Ja. Aber ich habe noch ein bisschen. Ich setze ihn noch mal an. Das ging ja zum Glück ganz gut. Erklär mal vielleicht, wie passiert sowas? Also Eiweiß überschlagen kennen wir ja. Ja, also tatsächlich ist es mir beim Aquafaba noch nicht passiert, dass er überschlagen ist. Und warum ist das jetzt so flüssig und sonst anders? Ich glaube, vielleicht habe ich zu viel Salz und Zucker mit rein. Vielleicht war das Problem. Ach so, ich habe noch ein bisschen. Also eigentlich lieber eher wie beim Eiweiß, erstmal anschlagen lassen. Dann vielleicht doch, ja. Kleine Prise Salz und lieber nach und nach Zucker. Vielleicht, ja. Das wird in der veganen Küche auch gern für eine falsche Eiweißhaube verwendet. Also gerade bei Kichererbsen wird dieser Schaum wirklich schneeweiß, auch sehr kompakt. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder das Geräusch zurück, Luisa. Ja. Herrlich. Alles gut. Ich meine, hier geht es ja um einiges. Ja? Hier geht es um den Einzug in die dritte Champions League und den Einzug erstmal natürlich auch ins Finale. Von daher. Ja. Luisa, jetzt geht's los. Es geht an den Fisch. Ja, ich habe jetzt den Kopf erstmal abgetrennt. Und suche mir jetzt hier die Rückengräte. Du kannst total entspannt sein. Das sind ungefähr 2 Millionen Zuschauer, die jetzt hier in diesem Moment auf die Hände gucken. Ja, das soll jetzt mal jemand besser machen, ne? Weißt du, was ich machen würde? Wenn du hinten an der Schwanzflosse erstmal quer schneidest, ja? So. So? Ja. Ja, abmachen? Ja, nicht ganz durch, bis zum Wirbel. Schon gerade. Ja. Ach so. Ja? Nee. Ja. Nee. Richtig parallel? Ja. Nee. So, ja. Ja, okay. Bis zum Knochen. Ja, bin ich drauf. Und dann kannst du eigentlich wie so einen Bogen machen und schneidest dann an der Rückenflosse entlang erstmal die Haut ein. Ach, die Haut? Ja. Und dann bist du irgendwann da drin im Fleisch und dann kannst du das Messer eigentlich nur so mit einem leichten Druck an der Gräte entlang führen, bis du zu dieser, Wirbelsäule kommst. Ja, und jetzt... Hier wird es schwieriger, ne? Ja, und dann gehst du ganz kurz drüber, so ganz leicht, und gehst dann wieder ein bisschen tiefer rein. Ja, das sieht doch super aus. Also ich finde, fürs zweite Mal ist es okay, oder? Total, super. Okay. Und eigentlich kann man wirklich, wenn man so ein bisschen Druck hat, das ist natürlich super, wenn man ein bisschen flexibles Messer hat, einfach so durch das Fleisch ziehen.
setzt natürlich voraus, dass man ein scharfes Messer hat, was sowieso ja, eigentlich Voraussetzung sein sollte. Und? Ja, ist drauf. Das ist doch super. Ja. Das sieht sehr gut aus. Muss ich nur schauen, wo ich hier... Klasse. Das hier kann, glaube ich, jetzt nur noch mit der Grätenzange die Gräten am besten nach vorne rausziehen. Ja. Dass so wenig Fleisch wie möglich dran bleibt. Und dann hast du's. Super. Also. Tut mir leid, ich mache nur Lärm, ne, die ganze Zeit. Ich wollte es nicht so deutlich sagen. Tina aus der, wie heißt sie hier, Krachmacherstraße. Nein, gehört ja dazu. Aber erzähl doch wenigstens mal, was du mit dem Krach so alles verursachst. Das ist jetzt eine Kichererbsencreme. Wow. Die wird die Basis, wo ich dann das Ceviche drauf mache. Und jetzt kümmere ich mich auch mal um den Fisch für die Ceviche. Ceviche, dieser roh marinierte Fisch, ist auf jeden Fall gerade jetzt bei diesen heißen Temperaturen im Hochsommer wirklich eine tolle Idee. Eine Kichererbsencreme, da bin ich halt gespannt, wie das abgeschmeckt ist, weil die Kichererbse ist ja so eine Art Neutrum, also da darf man wirklich schon kräftig mit Gewürzen arbeiten. Mal gucken, ob es in die Hummus-Richtung geht. Man könnte es natürlich auch so in die mediterrane Richtung gehen. Dann gibt es dazu noch das Kichererbsenpüree. Genau. Wird das irgendwie abgeschmeckt noch mit Gewürzen? Genau, oder? Das habe ich mit Salz, Pfeffer, Chili, Schalotten, Knoblauch und Olivenöl. Also fast wie eine Art Hummus, nur eben mit Olivenöl statt Sesam. Und dazu mache ich jetzt gerade noch ein paar, habe ich geröstete Kichererbsen noch im Ofen. Und dann mache ich noch einen frittierten Mangoldchip. Ja. Ja. Sag mal, und dann hast du die Ceviche, da kümmerst du dich jetzt drum, ne? Das genau. Heißt, du schneidest es in Würfel, die Dorade, oder? In Streifen. Also ich filetiere jetzt erstmal den Fisch. Ja. Dann ziehe ich den noch von der Haut runter, schneide den in Streifen und dann muss der im Limettensaft so ungefähr 10 Minuten ziehen. Und das, was da dann entsteht, dieser Saft... Ja, ja, das ist dann sozusagen das Dressing, das ich dann für die Ceviche noch, also dass man, ja, das ist wie das Dressing für das Gericht. Und du bist ja Foodbloggerin, dann kannst du doch mal erzählen, was, das ist doch diese Tigermilch, oder? Die da entsteht. Ja und nein, genau, also in Peru macht man Ceviche mit dieser Leche de Tigre, dieser Tigermilch, genau. Ja. Aber dazu muss man den Fisch eigentlich viel länger stehen lassen. So eine Tigermilch muss Minimum eine Stunde ziehen. Die also Zeit haben wir jetzt nicht. Geht's nur für kleine Tiger. Genau. Also ich mache jetzt hier sozusagen eher die Ceviche in der mexikanischen Variante. Und da wird das einfach nur mit frischem Limettensaft einfach kurz mariniert und dann so frisch auf den Teller gegeben. Genau. Hast du das Rezept so mal auch schon in deinem Foodblog gemacht oder die Originalvariante, Version? Ich habe tatsächlich schon mal eine peruanische Ceviche mit einer Leche de Tigre gemacht. Ja. Mit Wolfsbarsch, Garnele und Pulpo. Und da kommt, also in diese Leche de Tigre kommt dann auch noch viel mehr rein. Also da kommt gehäckselter Fisch mit rein, Knoblauch auch noch, was ich jetzt hier nicht mache, weil das würde einfach zu scharf sonst werden. Das ist wirklich wahnsinnig lecker. Aber wie gesagt, man braucht halt einfach ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja, klar. Ja. Sag mal, wenn du nicht kochst, gibt es ja noch eine zweite Leidenschaft. Ne? Die heißt Musik, oder? Ja, genau. Ich spiele seit meinem zweiten Lebensjahr Geige. Zweite? Mhm. Und ich weiß gar nicht, was ich mit zwei kann. Ich kann noch nicht mal krabbeln. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Köchin geworden. Nee. Ja. Dann haben die mit 2 Jahren haben sie dir eine Geige gekauft. Und genau. Hast du dann auch schon richtig so Unterricht gehabt? Ja, ja. Ja, Hammer. Und dann hast du irgendwie ab 2 Jahren gehörte die Geige mit in dein Leben. Genau. Und seitdem ist sie auch ständig da geblieben, ist ständiger Begleiter. Ich habe nie drüber nachgedacht, aufzuhören. Auch wenn meine Mutter erzählt, dass es früher schon anstrengend war. Und mit 3 Jahren hast du dann schon im Orchester gespielt? Nee, ach Gott, so schnell geht das nicht, um Gottes Willen. Das wäre natürlich cool, aber nee, das geht nicht. Ich habe mit 9 oder 10 angefangen, das erste Mal im Orchester zu spielen. Aber natürlich Kinderorchester, das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie jetzt die Berliner Philharmoniker zum Beispiel. Das ist natürlich noch mal eine andere Liga, das ist ja klar. Ja, ja. Tina, bei dir läuft's? Ja. Ja, ne? Alex, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, gut, würde ich sagen. Ja? Gut.
Die Kichererbsen sind auch in der Pfanne. Schon mal gut. Jetzt ist alles das ist ja der große Vorteil, dass sie auch aus der Dose sind und schon gegart. Ne? Wäre ich ein Glück, dass wir die schon aus der Dose befreit haben. Ja, sonst hätte ich das wahrscheinlich noch mit der Dose hier reingehauen. Ne? Ich versuche jetzt mal mit dem Fisch hier zu machen und meinen Chip darf ich nicht vergessen hier. Wenn das ein Chip wird, ich denke mal, ich hoffe es. Aber wenn es so gut läuft, hast du in Gedanken dich schon von deinem Bart verabschiedet? Da stehe ich dazu. Wie viele Jahre hast du gebraucht? Keine Ahnung, das stößt sich immer ab. Normalerweise wäre das schon länger, vermutlicherweise. Aber so anderthalb Jahre braucht man schon, glaube ich. Also Dorade filetieren, hat alles super funktioniert bei dir. Kichererbsen sind in der Pfanne. Da kommt jetzt was noch dazu? Ja, Pfeffersalz, Chili, bisschen Limettensaft, ja. Und dann hoffe ich, dass das hier vielleicht eine Bindung gibt. Wenn nicht, drücke ich es zu einer Bindung. Oh, das sieht aber schön aus. Sieht sehr gut aus. Ich werde jetzt auch übrigens hier mal starten mit meinem Gemüse. Ich mache es jetzt fast genauso wie du, Alex. Ich habe hier ein bisschen rote Zwiebel längs in Spalten geschnitten. Ein bisschen jungen Knoblauch, auch einfach nur in dünne Scheiben. Nee, gar nicht erst durch die gemeine, stumpfe Knoblauchpresse. Hat jemand Chip für mich? Was brauchst du? Hat noch jemand einen Käsechip für mich? Käsechips? Nee, ich mache den. Den habe ich immer dabei. Ja, ja. Ich hoffe, es wird was. Ach, du machst noch einen Käsechip? Ja, Parmesan-Chili-Chip. Hoffe ich, es wird was. Ich habe keine Ahnung, vielleicht schaust du mal. Bei mir zu Hause hat das wunderbar funktioniert. Ich kann ja hier auf dem Monitor Guck mal auf den Monitor. Das wäre vielleicht eine Hilfe. Es schwebt so vor sich hin. Lass mich mal ganz kurz da hinten an deinen Ofen. Ach hier. Ich habe ja mal, ich muss es mal sagen, Alex, ich habe mal damals noch zu Kerner-Zeiten 5 Versuche gebraucht, um Käsechips, Parmesan-Chips zu machen, weil sie mir immer wieder verbrannt sind. Aber im Moment sieht das so aus, als hättest du sie unter Kontrolle, oder? Ja, ich hoffe schon hier. Ja. Ich habe auch nicht so viele Möglichkeiten. Nee. Also die laufen. Wir hoffen mal, ja? Hier. Das würde ich auch sagen. Das muss man nämlich dazu sagen, das haben wir nämlich vorhin nicht verraten, unseren Zuschauern. Wir haben den Warenkorb mit 9 verschiedenen Zutaten, aber es gibt natürlich auch noch ein bisschen was sozusagen im Lager, was man immer zu Hause hat. Ob das Zuckermehl ist, ob das auch ein Stück Parmesan, den man immer im Kühlschrank haben sollte, ist Butter, Olivenöl. Also das ist natürlich so die Basis, die immer vorhanden ist. Und da hat jetzt der Alex direkt noch mal gesagt, ich hau da noch mal so einen Umami-Kick dran. Ja? Also einmal Knusper, um noch mal ein bisschen was Besonderes zu haben. Und natürlich auch echt Geschmack, den man mit so einem kleinen Käse-Cracker, sag ich jetzt mal, erreichen kann. So, jetzt ist Tina wieder am Start und mixt ein bisschen. Aber ich kann ja trotzdem mal rüber fragen zu Luisa. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht es jetzt gut aus. Meine Aufregung ist auch besser geworden, weil ich merke, dass es läuft. Sehr gut. Genau, die Soße habe ich jetzt eben durch Sieb gegeben. Die darf jetzt noch ein bisschen einkochen. Mangold ist eigentlich fertig und jetzt brauche ich nur noch meinen Fisch. Also kannst du im Grunde genommen sagen, kannst ganz langsam ein bisschen runterfahren. Ein bisschen Adrenalin hilft ja auch, oder? Absolut. Also sonst wäre es ja auch langweilig und dann würde man sich, glaube ich, auch gar nicht so viel Mühe geben. Was hast du vom Timing geplant für deinen Fisch? Wie lange braucht er? Ja, ich werde ihn gleich reingeben. Weil ich werde jetzt auch mal langsam hier starten mit meinem Fisch. Hau mal ab hier. Damit der dann tatsächlich gleich auch so sich präsentiert, wie wir uns das alle wünschen. Na, Alex, vom Timing her, bist du fein? Ich denke schon hier. Ich rock die Sache. Ich habe was vergessen, mein Chip. Noch mal gut kontrollieren, ne, dass euer Fisch auch tatsächlich grätenfrei ist. Das sind nämlich immer so ganz gemeine Fallhöhen. Das ist alles super. Und dann verschluckt sich Ralf nachher an der Gräte. Das wollen wir natürlich nicht. Tina, was machst du denn da in der Fritteuse? Ich mache gerade einen Mangoldchip. Also ich habe das Mangoldblatt frittiere ich. Und ich habe jetzt noch so ein kleines Gewürzsalz aus Limettenabrieb und Salz gemacht. Damit wollte ich den dann würzen, der kommt dann noch oben drauf. Das funktioniert einfach, den rohen Mangold so frittieren? Mangold als Chip, dann muss der Mangold halt auch knusprig sein. Ich bin sehr gespannt, wie man das erreicht, ob man da noch mit einer Stärke noch arbeitet oder ob es wirklich so ein getrocknetes Blatt ist, was aber in 35 Minuten eigentlich nicht geht oder vielleicht auch frittiert mit irgendwas in einem Teig. Das funktioniert richtig gut. Man darf nur die Temperatur nicht zu heiß stellen. Also ich habe zu Hause bei
110 Grad in etwa gemacht. Hier sind jetzt die Mangoldblätter ein bisschen dicker, deswegen habe ich jetzt die Temperatur ein bisschen hochgeschalten. Aber sobald der dann so durchsichtig wird, ist er eigentlich gut. Okay. Ja. So, ich werde jetzt auch mal ganz kurz hier mein Chorizo-Sößchen passieren. So, jetzt haben wir das hier alles raus. So, mein Fisch geht jetzt hier auch schon mal in die Pfanne. Ganz leicht gesalzen vorher. Und Pfeffer mache ich mal erst ein bisschen später oder am Ende. Jetzt sieht man, ne, so ein frisches Fischfilet, das zieht sich ja immer gerne so ein bisschen zusammen. Gerade wenn man es auf der Haut brät, da kann man einfach mal kurz einen Topf drauf geben, sodass es auch wirklich gleichmäßig gleich von allen Seiten brät. So, schon erledigt. Jetzt hat sich das ein bisschen gerade gezogen. Und jetzt kann ich das ganz entspannt auf der Hautseite braten. Bisschen aromatisieren, bisschen Thymian dazu und hier noch eine angedrückte Knoblauchzehe, um dem Ganzen noch mal so ein ganz bisschen Geschmack zu geben. So, mein Sößchen muss nur noch abschmecken. Gemüse angeschwenkt, jetzt kommt am Ende noch das bisschen Mangold. Der fällt nur kurz zusammen, ähnlich wie der Spinat. Und vor allen Dingen Pflichtzutat, Kichererbsen. Luisa, bei dir auch mit Gemüse, Fisch, alles fein? Das läuft alles super. Merke, wir kochen eigentlich auch fast das Gleiche heute, oder? Ja, also wir können ja nachher mal vergleichen. Nur mit dem Unterschied, dass ich noch ein bisschen entspannter bin, weil ich es selber nur probiere. Und nicht gleich unser Juror Ralf. Tut mir leid. Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns schon dran gewöhnt, Tina. Es macht nichts. Es sollte jedenfalls... Bis auf deine Variante, Tina, du hast ja keinen, in Anführungszeichen, gebratenen Fisch. Genau. Sollten natürlich alle jetzt ihr Fischfilet so weit unter Kontrolle haben, dass es eben tatsächlich sich gleich schön serviert. Hier kann man vielleicht mal einmal ganz kurz gucken, wird diese Haut hier langsam schön kross. Lassen wir noch mal ein, zwei Minütchen, dann braucht man es nur noch umzudrehen und Minute zwei in der Pfanne ziehen zu lassen. So, jetzt auch hier war ein bisschen noch mal Stress. Letzten Minuten. Süßchen. Schäumst du deine Soße auch auf, Luisa? Warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, ich brauche dafür einen anderen Aufsatz. Ich versuch's mal. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Gute Idee. Ich habe nämlich hier, also bei, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast ja, das ist ja schon eine fette Paprikawurst, ja. Ne? Und wenn ich die nämlich jetzt mal so einmal aufschäume, dann bindet dieses Öl oder Fett auch noch ein bisschen. Ja. Ich habe aber auch hier den falschen Aufsatz, das spritzt ganz schön. Geht aber gut. Aber das reicht auch schon. Es geht mir auch gar nicht so um Schaum, sondern eher, dass ich noch mal so eine schöne Bindung hinbekomme. So, dann können wir alle schon mal übers Anrichten nachdenken. Zwei Minuten genau sind es noch. Mein Gemüse schmeckt jedenfalls. Alle konzentriert in den letzten Zügen. Gerade ist fein. So, letzte Minute startet. Jetzt! Ich bin fertig, wollte ich nur ganz kurz sagen.
Dorade steht vor mir. 30 Sekunden noch. Schauen, was geworden, Tina? Ja, super geworden jetzt. Oh, jetzt sieht er perfekt aus. Ja. Wunderbar. Elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei. Ein Warenkorb, drei verschiedene Köche. Das spannendste Gericht vom Lesen ist die Ceviche von der Dorade. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, passt auch irgendwie gerade so in das Wetter und in das Lustgefühl. Ja. Und ich glaube, das Gericht, gebratene Dorade mit Mangold, Kichererbsenpfanne, da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Lass mich aber überraschen. Aber eins ist klar. Drei Gerichte, aber nur zwei sind gut genug fürs Finale. Großartig. Dreimal Warenkorb, Halbfinalgerichte stehen am runden Tisch zum Probieren. Perfekt zubereitet, parat. Alex, ich gehe mal zu dir rüber. Du hast es ja sehr schlicht gehalten. Heißt, alles so funktioniert, wie du es dir vorgestellt, gewünscht hast? Ja, ich glaube schon, es ist alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hätte ein bisschen vielleicht dieses Törtchen hätte ein bisschen vielleicht cremiger sein können. Aber ich denke schon, das ist okay. Das sieht schön bunt aus hier. Die Dorade hoffe ich ist gut. Ich habe hoffentlich auch keine Grete vergessen. Also ich bin schon total zufrieden. Ne? Der Parmesan-Chip ist noch umgekippt, aber naja. Ja, ich hoffe, der hat sich dann angelegt. Das ist doch in Ordnung, ja, oder? Ich hoffe auf Gnade. Tina, erzähl, Ceviche, wie ist es dir ergangen? Alles so, wie du es möchtest? Tatsächlich war ich ein bisschen am Straucheln. Die Dorade habe ich nicht so schön filetiert, wie ich es zu Hause gemacht habe. Da musste ich ein bisschen nacharbeiten. Aber ja, das Aquafaba, Schaum ist im ersten Anlauf nichts geworden. Da habe ich viel zu viel Salz rein und das hat ihn dann zusammenfallen lassen. Im zweiten Anlauf ist er jetzt gut geworden. Ich hatte zum Glück noch ein bisschen Wasser übrig. Also ich bin zufrieden und hoffe, es schmeckt. Luisa, erste Aufregung, Gott sei Dank weggekocht. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, also im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, die Soße ist ganz gut geworden, das Mangoldgemüse auch. Bei dem Fisch hoffe ich jetzt, dass der nicht zu weit durchzieht, weil ich den Teller vorgewärmt habe. Ich hoffe, dass er gleich noch schön saftig in der Mitte ist. Ja, es ist soweit. Endlich dürfen wir ihn begrüßen, meinen lieben Kollegen Ralf Zacherl. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. 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 Taschen, meine Liebe. Hallo. Ah, es riecht auf jeden Fall extrem toll, wenn man hier reinläuft. Sehr schön. Hattet ihr auch Spaß? Sehr viel Spaß. Es war eine tolle Runde. Wir starten mit einer Ceviche von der Dorade mit Kichererbsencreme, Aquafaba-Schaum und Mangold-Chip. Also ich muss mal eins sagen, von der Präsentation ist das einfach ein sehr, sehr schöner Teller. Ceviche ist natürlich gerade so jetzt im Hochsommer natürlich auch ein absolut tolles Gericht. Das finde ich natürlich so vom Mundgefühl, ist natürlich extrem schön mit diesen knusprigen Kichererbsen. Die Dorade bei der Ceviche, man sieht auch, die ist schön gegart, die ist nicht zu sauer. Mit den roten Zwiebeln, das hat eine sehr, sehr schöne frische Säure. Schöne, kräftige Salznote. Also ich muss echt sagen, eine sehr moderne Herangehensweise. Und ich finde, von den Pflichtzutaten sind alle wunderbar präsentiert. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Du dürfst auch klatschen.
Kommen wir zum nächsten Teller. Doradenfilet mit Kichererbsen, Mangoldgemüse, Chorizo-Soße und Korianderöl. Echt schön. Schauen wir direkt mal, wie die Dorade aussieht vom Garpunkt. Ja, das ist noch schön saftig. Die glänzt noch schön. Probieren wir sie mal. Sehr harmonisch, sehr rund abgeschmeckt. Die Chorizo-Soße, oh. Sehr rund, nicht zu kräftig, also macht den Fisch auch nicht tot. Also ich muss sagen, diese Kombination mit diesem Kichererbsen-Mangoldgemüse, dann hat man diese Chorizo-Soße, mit dem Korianderöl, das ist wirklich sehr, sehr elegant, sehr rund abgeschmeckt. Präsentation auch wirklich toll gelungen, macht definitiv Spaß. Danke. So, kommen wir zum nächsten Teller. Die gebratene Dorade mit Mangold-Kichererbsenpfanne. Das war das Gericht vom Lesen her, da habe ich mir am wenigsten drunter vorstellen können. Kommen wir mal zur Dorade. Das ist natürlich, also man sieht, der ist, glaube ich, beim Filieren nicht alles so richtig gut gelaufen. Es ist halt auch immer schade, wenn man den Fisch auf der Haut brät, dass man dann die Haut nach unten gibt, sondern dann sollte die Haut auch wirklich oben bleiben, weil dann bleibt sie vielleicht auch noch so ein bisschen, dann wird sie nicht so schnell so labberig. Man sieht mir immer, wenn irgendwo eine Gräte drin ist, kriege ich sie auch gleich beim ersten Biss. Aber der Fisch ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gebraten. Ja, also der ist sehr saftig auch noch, ist so ganz leicht glasig hier. Also das ist wirklich toll gemacht. Kommen wir mal zu dem Mangold-Kichererbsen-Pfanne. Schönes Mundgefühl. Ein kleiner Parmesan-Chip noch dabei. Ja, man merkt schon, da hat sich jeder auch bis ins Halbfinale durchgekämpft. Erstmal vielen Dank an alle drei. Für mich mein Tagessieger heute, muss ich sagen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Ceviche von der Dorade. Ich finde die Herangehensweise sehr kreativ, passt auch super in die Jahreszeit. Die Präsentation hat hier wirklich auch absolut gepasst, sehr schön gearbeitet, sehr viele Techniken auch dabei, sehr filigran, sehr rund, mutig abgeschmeckt. Finale. Ja, das ist der dritte Tagessieg, würde ich sagen, ne? So, dann haben wir auf der einen Seite das Doradenfilet mit Kichererbsen-Mangoldgemüse und der Chorizo-Soße und Korianderöl. Auch eine sehr schöne Präsentation. Sehr harmonisch, sehr rund, auch abgeschmeckt. Dann haben wir hier die gebratene Dorade mit Mangold-Kichererbsen, mit der Kichererbsenpfanne. Da muss ich sagen, vom Filetieren war es, glaube ich, nicht ganz so, da ist nicht alles glatt gelaufen. Allerdings muss ich sagen, vom Garpunkt, vom Fisch, wirklich richtig bombastisch gut gearbeitet. Ja, leichter Fehler noch mit der Haut. Das Mangold-Kichererbsen-Gemüse, muss ich sagen, das ist okay, aber nicht gut genug, um in die nächste Runde zu kommen, weil dafür war die Dorade mit der Chorizo-Soße und dem Korianderöl einfach besser, runder, besser abgeschmeckt. Während hier bei dem Gemüse leider so, da fehlt so ein bisschen so das Säurespiel, da fehlt es ein bisschen. Danke euch. Ralf, wir danken dir und vielleicht, Alex, darf ich auch noch mal sagen, wie schön, dass du dich hier bis ins Halbfinale gekocht hast. Wenn er nämlich ins Finale gezogen wäre, Ralf, dann hätte er sich nämlich den Bart abgeschnitten. Danke. Also somit, es geht spannend weiter. Morgen 14.15 Uhr Küchenschlacht einschalten, denn dann gibt's das große Finale zwischen Tina und Luisa. Alles Gute, bis morgen. Tschüss.